Mats Hummels ist der große Gewinner der Weltmeisterschaft. Lange schien der Dortmunder im Nationalteam irgendwie zu fremdeln. Doch dann wurde er zum souveränen Abwehrchef, der bei der WM nicht nur Spiele, sondern auch Format gewonnen hat. Die deutsche Nummer 5 ist weltweit in aller Munde. Seine Begrüßung bei der Teampräsentation des BVB fiel daher besonders herzlich und euphorisch aus. Es ist immer schön herzukommen in den letzten Jahren gewesen. Natürlich ist jetzt nochmal vielleicht ein kleiner Bonus auch bei dem, wie man empfangen wird, dabei gewesen. Deswegen nochmal etwas schöner als in den Jahren zuvor. Zur großen Saisoneröffnung von Borussia Dortmund kam Hummels noch gerade rechtzeitig. Erst am Samstagmorgen zurück aus dem Urlaub fuhr er direkt weiter ins Stadion. Das Training wird der 25-Jährige auch erst später als geplant aufnehmen. Der Grund: muskuläre Probleme. Es ist ein bisschen noch die Geschichte aus dem Finale, aber die ist abgeklungen größtenteils. Ich glaube, dass das nächste Woche gehen sollte. Hat halt ein bisschen gedauert, aber es ist nichts Dramatisches. Die WM ist für Hummels die Wende in seiner Karriere. Er hat jetzt auch im DFB-Team die uneingeschränkte Akzeptanz und Wertschätzung, die er beim BVB schon lange hat. Hummels ist eine unumstrittene Größe mit Weltklassefähigkeiten. Nicht, dass wir es ihm nicht schon länger zugetraut hätten, aber jetzt durften es dann auch alle mal sehen. Wenig verwunderlich, dass Klopp seinen Abwehrchef zum neuen Kapitän ernannt hat. Hummels wird Nachfolger von Sebastian Kehl. Es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das wird, aber Verantwortung übernehmen, ja, sollte man natürlich auch ohne die Binde. Mats Hummels ist nun auch offiziell der Anführer, die Führungsfigur beim BVB. Und nicht wenige sehen in ihm auch den neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.